Hey Clasher, was sind die besten Begleiter zurzeit im Spiel? Für die Radarstufen 14, 15, aber auch 16 und das ganze Strategie gebunden. Denn inzwischen gibt es echt einiges an Auswahl. Auf Rados 14 natürlich erst 4 Begleiter, dann kommen 4 weitere mit dazu. Und mit Rados 16 kam jetzt ein weiterer Begleiter mit dazu, den ihr auf jeden Fall nutzen könnt, aber auch solltet. Deswegen würde ich sagen, gehen wir doch mal die unterschiedlichen Strategien durch und das Ganze natürlich jeweils mal Rathaus sortiert. Also starten wir mit der ersten Strategie. Angefangen mit allgemeinen Drachenangriffen, das heißt Drachen-Drachenreiter, die Kombination sehr populär, dann natürlich eben Elektrodrachen, aber auch Superdrachen kann man jeweils mit diesen Begleiterkombinationen spielen. Auf der Radarstufe 14, also ganz am Anfang, gibt es nicht so viele Optionen. Wir haben nur 4 Begleiter, das heißt, diese müssen wir lediglich auf die unterschiedlichen Helden aufteilen. Und dort ist natürlich, naja, Jagd auf König, Einhorn, Kombination und Co. alles relativ offensichtlich. Aber je weiter wir dann sozusagen fortschreiten und je mehr Optionen wir haben, desto insgesamt cooler wird das Ganze. So haben wir dann zum Beispiel auf der Radarstufe 15 Frosty auf dem König, um allgemein den ein bisschen mehr zu beschützen, aber auch die Königin, die sich häufiger dahinter und mit ihm zusammen befindet. Dann Einhorn weiterhin auf der Königin, um die möglichst lange am Leben zu halten. Diesmal allerdings jetzt den Phönix auf den Wächter, denn der Wächter ist allgemein natürlich super wichtig und ihr wollt ihn möglichst lange am Leben halten und gleichzeitig soll ein Begleiter bei dem Wächter selber nicht unbedingt viel Schaden machen, vor allem bei Elektrodrachen ist das wichtig, weil er möglichst viele Blitze austeilen möchte. Dann bei der Gladiatorin ist Digi noch mit am Start, einfach weil es auf Rados 15 das beste Begleiter ist oder der beste Begleiter ist, wenn es um die Gladiatoren geht. Auf Rados 16 ändert sich das Ganze dann nochmal minimal. Also an sich bleibt das meiste gleich. Wir haben weiterhin Frosty auf dem König, aber eben dann zum Beispiel auch weiterhin die Einhorn auf der Königin und weiterhin auch das Phönix auf dem Wächter. Was sich allerdings ändert, ist, dass der Fuchs Digi ablöst. Nochmal ein Vielfaches stärker. Allerdings ansonsten bleibt alles größtenteils gleich. Das heißt, das sind jeweils jetzt die besten Pet-Kombinationen, die ihr allgemein bei Drachenangriffen haben könnt. Und ihr seht auch schon jeweils, was die Tendenz ist. Das heißt, wenn ihr auf der Radarstufe 14 aktuell seid, solltet ihr gegebenenfalls vielleicht das Jagd nicht unbedingt upgraden, sondern vielleicht dann eher direkt ins Einhorn, aber eben auch zum Beispiel in Frosty oder dann eben auch später in Phönix investieren, sobald ihr auf der Radarstufe 15 angekommen seid, denn die sind auf jeden Fall durch die Bank weg sehr, sehr stark. Damit haben wir doch an sich die Drachenangriffe abgehakt und gehen direkt rüber zur nächsten Strategie. Unter die nächste Kategorie fallen viele Truppen, wie zum Beispiel die neuen Wurzelkriegerinnen, aber auch Schweinereiter oder die Superschweinereiter, aber auch Superbarbaren zum Beispiel, fallen alle unter diesen Bodenbegriff, wobei allerdings der Anfangspart des Angriffs relativ unabhängig ist. Das heißt, der Anfangspart kann sowas sein wie ein Superbogenschützen, Zeppelin, wie ein Queen Charge, aber auch zum Beispiel Blitzzauber und ähnliches können alle hier am Anfang stattfinden. Wichtig ist allerdings eben der Hauptarmeeteil und deswegen habe ich das Ganze inzwischen diesmal so aufgeteilt. Das heißt, bei Wurzelkriegerinnen, bei zum Beispiel Schweinereitern oder auch bei Superbahnen empfehle ich die folgende Kombination. Auf Rados 14 haben wir hier weiterhin die gleiche ähnliche Kombination, wie wir bereits eben schon bei den Luftangriffen hatten. Ihr habt nicht wirklich viel Auswahl und einige Kombinationen sind von Anfangs einfach fest. Das heißt, einerseits Einhorn und Königin, das passt einfach zusammen, ist einfach perfekt. Lassi und Gladiatoren ist auch am Anfang an sich gesetzt. Das heißt, viele Optionen gibt es dort nicht. Auf Rados 15 sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Hier könnt ihr dann auf jeden Fall schon ein bisschen mehr variieren. Dort auf jeden Fall Phönix auf dem König einfach als großen Tank und dass der möglichst lange am Leben bleibt, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Königin, weiter Einhorn, das ist auf jeden Fall, glaube ich, die größte Konstante mit über die ganzen Radarstufen hinweg, währenddessen wir dann eine Lizard auf dem Wächter haben. Hierbei ganz wichtig aufgepasst, ihr könnt auch Frosty hier nutzen. Lizard und Frosty geht beides. Es kommt ein bisschen darauf an, wie gut ihr seid am Ende, was Kopfjägerinnen angeht. Sagt ihr, ihr seid sehr, sehr gut, damit die mit dazu zu spielen und die mit zu timen, das heißt, dass die gegnerischen Helden eh keine Chance haben, dann ist Frosty auf jeden Fall besser. Lizard ist einfach allgemein gesehen auf jeden Fall besser, wenn man eben nicht auf diese ganzen Headhunter angewiesen sein möchte. Von daher habe ich deswegen den Lizard hier reingepackt in die Grafik. Wichtig allerdings für euch, Frosty geht auf jeden Fall genauso. Ist am Ende, wie gesagt, etwas abhängig von dem Können, wie ihr diese einzelnen Strategien spielen könnt. Digi auf Rados 15, einfach gesetzt auf der Gladiatorin, matcht auch wieder absolut perfekt, unfassbar stark. Allerdings gibt es noch eine stärkere Variante und das ist dann auf Rathaus 16 der Fall mit dem Fuchs. Der Rest bleibt größtenteils gleich, mit dem einzigen Unterschied, dass jetzt Digi, der einer der stärksten Begleiter ist, auf den Wächter rüber wechselt, einfach weil euch das nochmal mehr Power gibt bei den meisten Strategien. Königin bleibt gleich wieder mit dem Einhorn.
König. Das Ganze genauso mit dem Phoenix. Und ansonsten habt ihr auch wieder hier euer Ranking und könnt auch ein bisschen vorausplanen. Falls ihr aktuell Rados 14 seid, wisst ihr schon mal, okay, das sind auf jeden Fall die Begleiter, auf die ich mich allgemein konzentrieren sollte, wenn ich weiterhin diesen Weg der Strategie verfolgen möchte, wenn ich weiterhin Richtung Schweinereiter, Richtung Hybrid natürlich eben auch, oder allgemein eben diesen Bodenangriffen folgen möchte. Und wir machen heute direkt weiter mit weiteren Bodenangriffen. Jetzt allerdings eben ein bisschen einer anderen Form. Denn jetzt reden wir zwar immer noch über Boden, allerdings eine andere Art von Bodenangriffe, und zwar Smash-Angriffe. Hier ist das häufig so, dass ihr anfangt mit einer Art Wächter-Walk, das bedeutet ein Wächter mit ein paar Heilern dahinter. Ihr versucht, einen Bereich des Dorfes rauszubekommen, um am Ende dann mit Superbowlern, Superhexen, Titanen, solche Art von Truppen in das Dorf reinzustürmen und dass eure Heiler auf eure Truppen wechseln und so ihr einfach eine große, große Möglichkeit habt, die Trefferpunkte eurer Truppen wieder zu regenerieren und eben einmal durch das komplette Dorf durchzupushen. Diese Kategorie sieht insgesamt sehr, sehr ähnlich aus wie die eben gerade, was die Begleiter angeht. Dennoch gehen wir auf jeden Fall nochmal auf die einzelnen Rathausstufen ein. Auf Rathaus 14, ich glaube, die Kombination ist bei fast allen gleich, weswegen vor allem am Anfang, als der Begleiter hinzugefügt wurde, die große Kritik eben war, dass es kaum Varianz hier gibt. Das Ganze ändert sich natürlich jetzt eben mit Rathaus 15, wo dann mehr Optionen mit am Start sind. Auf Rathaus 15 haben wir dann den Phönix eben mit am Start, wenn es darum geht, wieder um den König zu beschützen. Einhorn auf der Königin, das sind aktuell auf jeden Fall sehr häufig gesetzte Kombinationen. Und jetzt haben wir wieder bei dem Wächter auf jeden Fall einige Optionen. Wenn ihr, wie bereits am Anfang gesagt, mit dem Wächter-Walk startet, das heißt, wie gesagt, Wächter mit Heilern, gibt es hierbei sehr, sehr viele unterschiedliche Optionen. Der Lizard wird von den meisten Topspielern einfach in der Legende genutzt, weil er einfach sehr, sehr, ich sag mal, flexibel ist. Allerdings im Clan-Krieg könnt ihr immer hier sehr, sehr dann eurerseits flexibel sein, denn es gibt auch viele andere Begleiter, die hier sehr gute Arbeit leisten können. Wenn ihr zum Beispiel nicht direkt in eine Luftabwehr startet, dann könnt ihr zum Beispiel die Eule nehmen, denn die Eule hilft euch erstens, was den Schaden angeht, und zweitens, falls sich irgendwo schwarze Minen verstecken, saugt die Eule die auf und eure Heiler werden nicht getroffen, was natürlich auch ein großer Vorteil ist. Ansonsten geht natürlich auch noch zum Beispiel Frosty. Frosty hilft euch auch und hilft vor allem durch die ganzen kleinen Frostmites, dass euer Wächter allgemein auch ein bisschen weniger Schaden bekommt. Und jetzt haltet euch fest, selbst Lassie funktioniert ja auf jeden Fall gut, denn auch der macht natürlich ordentlich Schaden, nimmt Schaden weg von eurem Wächter. Also ihr seht hier schon bereits, es gibt viele, viele Optionen. Allerdings ist eben der Lizard die Konstante oder die Einheit, der Begleiter, der am Ende von den meisten Topspielern benutzt wird, wenn es eben um einen solchen Wächter-Walk geht. Weiter machen wir natürlich direkt mit der Gladiatorin hier auf Rathaus 15. Und ihr seht, das zieht sich komplett durch die ganzen Strategien durch. Haben wir die Kombination aus Digi und Gladiatorin einfach tipptopp. Sie kann nur getoppt werden auf der Rathausstufe 16 dann vom Fuchs. Der Fuchs und Gladiatorin, die gehören einfach zusammen. Genauso wie das Einhorn mit der Königin. Und auch dort natürlich bleibt es weiterhin so auf Rathaus 16. Königin, Einhorn, die bleiben auch hier zusammen. Dann auch hier wieder das gleiche beim Wächter. Es ist eins zu eins das gleiche. Ihr habt viele Optionen hier, wenn es um den Clan-Krieg geht. In der Legende wieder würde ich den meisten auf jeden Fall den Lizard empfehlen, weil der eben auch das ist, was die meisten Top-Spieler oben in der Legende spielen. Wenn ihr euch oben anschaut, die Armee-Konstellation von Super Bowler-Spielern oder eben auch anderen, die meisten nutzen eben Lizard. Der noch mit am häufigsten andere Begleiter, der dort auftaucht, ist wahrscheinlich Frosty, aber auch der wird, wie gesagt, überschattet von dem Lizard. Einfach aus dem Grund, der Lizard macht ordentlich Schaden. Er hat ungefähr die gleiche Reichweite wie der Wächter, also stirbt nicht so schnell weg. Und vor allem kann man damit sehr flexibel in zum Beispiel einen Helden reinstarten, denn der Lizard ist halt eben sehr, sehr effektiv gegen eben Helden, weswegen er aktuell am meisten genutzt wird, um vor allem in der Legende eben flexibel aufgestellt zu sein. Der König bleibt weiterhin auf Rados 15 und 16 gleich, was das Begleiter hier angeht. Dort bleibt es weiterhin dabei mit dem Phönix. Und damit haben wir auch schon die nächste Kategorie wieder abgehakt und damit bleibt noch eine weitere übrig. Bei dieser Lalo-Tabelle geht es primär darum, dass ihr Lalo benutzt und nicht darum, ob ihr am Anfang mit Blitzzaubern, mit einem Queen Charge oder mit einem Zeppelin startet. Das ist hierbei komplett irrelevant. Es geht primär darum, was sind die besten Begleiterkombinationen mit euren Helden, um eben diesen Lalo-Angriff am Ende zum Funktionieren zu bekommen. Für alle, die jetzt sich denken, was genau ist der Begriff? Es bedeutet Lavahunde plus Ballons und die Kombination ist eine der stärksten, wenn nicht sogar die stärksten im kompletten Spiel, aber auch nicht einfach auszuführen. Auf Rados 14 wieder haben wir nicht wirklich viele Optionen. Ihr seht, diese Kombination haben wir schon häufiger heute gesehen, deswegen überspringen wir das Ganze und gehen direkt auf die Radarstufe 15. Bei der Radarstufe 15 haben wir nun ja schon wieder ein bisschen mehr Optionen, so zum Beispiel den Phönix mit dem König wieder zusammen, um möglichst viel am Anfang mit euren Helden rauszubekommen. Königin Einhorn ist an sich auch die Konstante, die auf fast allen Radarstufen gleich ist und dann die Eule bei dem Wächter. Hierbei ganz, ganz wichtig. Wenn euer Angriff genau so aussieht, dass ihr die Klamburg rausbekommt, das kann bei einem Heldendive sein mit Blitzzaubern, das kann bei einem Queen Charge sein, das ist komplett irrelevant hierbei.
kann dieses Begleitertier auch geändert werden, vor allem ab der Rathausstufe 16. Dazu kommen wir gleich noch, aber ich möchte es auf jeden Fall schon mal erwähnt haben. Digi, Gladiatorin, natürlich weiter eine super gute Kombination. Und genau über dieses Begleitertier reden wir jetzt auf Rathaus 16. Denn auf der Rathausstufe 16 wird natürlich der Fuchs und die Gladiatorin zusammen wieder kombiniert, aber dadurch bleibt Digi offen. Digi kann auf jeden Fall auf den Wächter gesetzt werden, obwohl der Boden ist und obwohl ihr mit Luft angreift. Dadurch, dass Digi immer wieder unter Boden geht, kann er natürlich sehr, sehr gut mithelfen, obwohl ihr einen Hauptluftangriff habt. Dieses ist allerdings ganz, ganz wichtig, dass ihr die Klarburg vorher rausgenommen habt. Denn was sonst passiert, ist, wenn ihr mit einem Luftangriff über die Klarburg fliegt und häufig haben wir Lavahunde, Eisgolems und Co. in der Klarburg drin, die würden nicht rauskommen, würde keine Bodentruppe in der Nähe sein. Das heißt, wenn ihr diese mit eurer Angriffsstrategie rausgelockt habt, beim Queen Charge, beim Heldenpush oder ähnlichem, dann solltet ihr auf jeden Fall Digi nehmen und nicht die Eule. Das ist aber, wie gesagt, sehr abhängig davon, was für eine Art von Angriff ihr macht. Deswegen möchte ich es hierbei auf jeden Fall erwähnt haben, dass es eben super, super dolle zusammen dort hängt. Wenn ihr die Klamburg nicht rausbekommt, ist die Eule wesentlich effektiver, weil so wird die Klamburg unwahrscheinlicher gelockt und ihr habt ansonsten immer noch weiterhin eine gute Chance, um Skelette oder auch gegnerische Helden hier mit der Eule rauszubekommen. Heiler, wie Einhorn. Einhorn natürlich mal super gut weiterhin auf der Königin. In sich muss ich dazu gar nicht großartig mehr irgendwas sagen. Und dann haben wir wieder eine Phönix-Kombination mit dem König. Einige Kombinationen ändern sich sehr, sehr selten, einfach weil sie so gut zusammen kombiniert sind. Und eben gleichzeitig ist es vor allem der Wächter, der je nach Strategie seine Begleiter wechselt. Und je nachdem müsst ihr dann eben entscheiden, welche Begleiter ihr dort levelt. Die wahrscheinlich meistgenutzten Begleiter sind auf den, ich sag mal, ab Rathausstufe 15, weil auf 14 sind, werden ja alle vier benutzt. Auf Rathausstufe 15 wird Digi am häufigsten benutzt in den Strategien und das Einhorn. Ansonsten, was noch auf jeden Fall gut zu erwähnen ist, ist der Phönix. Diese drei Einheiten oder diese drei Begleiter würde ich auf jeden Fall allen empfehlen, diese zu leveln, den Strategien abhängig. Als nächstes auf Rathaus 16 dann der Fuchs, immer gut. Fuchs, so schnell wie möglich, denn der Fuchs ist das beste Begleittier in Clash of Clans. Es ist unfassbar krank stark. Von daher, ab Rathaus 16 ist die Priorität auf jeden Fall Fuchs. Dann Phönix, immer noch super, super stark. Digi ist schon ein bisschen mehr strategieabhängig, aber immer noch eins der besten Begleiter. Und dann als nächstes noch das Einhorn, was wie gesagt immer auf der Königin sehr gut ist, aber häufig ein bisschen schwächer ist aufgrund des ganzen Flächenschaden. Für alle, die jetzt denken, Itzu, warum das Einhorn auf Radarstufe 16, obwohl so viel Flächenschaden da ist, mit eben der Ricochet-Kanone und Co. Nun ja, ganz, ganz einfach. Es ist so, dass ihr häufig deswegen Heiler verzögern könnt oder eben am Anfang vor allem nicht so krass auf eure Königin achten müsst. Und häufig gibt es keine großartigen anderen Optionen. Natürlich könnt ihr schauen, dass ihr Frosty und Co. mitnimmt, aber auch die sterben häufig durch solche Kanonen und vor allem mit dem neuen Frostpfeil überlebt euer Einhorn dann doch häufiger mal, als es vielleicht meinen mögt. Ansonsten, das waren meine Rankings, wenn es um die Begleiter geht. Ich hoffe auf jeden Fall, es war für allen was mit dabei und ihr wisst auf jeden Fall jetzt, was ihr upgraden solltet. Ansonsten, lasst mich wissen, was ihr als nächstes sehen möchtet an Guides. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Clash-Video. Bis dann rein. Ich wünsche euch was und natürlich tschö, tschö.